Grüßt da bitte Hand. Ich komme aus Dänemark. Ich habe hier mal gelebt in dieser Stadt und ich habe die Stadt gerne gemocht. Bis zu dem Tag, als ich in diesem Rathaus eine Frage gestellt habe, die nachher drei Fragen waren. Das ist also ein Thema, was uns alle angeht hier, in Rostock speziell, aber in der ganzen Welt. Denn von diesem Tag an habe ich keine Antworten bekommen. Ich wurde sehr, sehr schlecht behandelt eigentlich, aber nur Telefon, anonym. Es ging um eine Frage. Es war ein Wahlsonntag und über Warnemünde fiel ein großer Schleier. Und es war binnen kurzer Zeit eiskalt. Also für mich von 25, 15 Grad runter. Und das war der Tag, wo ich das erste Mal zum Himmel geguckt habe, wirklich. Schaut euch mal den Himmel an, vielleicht guckt ihr mal hoch, irgendwann mal. Jeder von euch soll den Himmel jeden Tag mindestens 10 Minuten anschauen, was von unserem blauen Himmel übrig geblieben ist. Nichts, nichts mehr. Diese Herren, die dort sitzen in dieser wunderschönen Bürgerschaftssitzung, wurden von mir und von 2, 3, 4, 5 Freunden aus verschiedensten Couleurs der Stadt Rostock im Vorhinein, bevor ich in diese Sitzung gegangen bin dort, als einziger Bürger, der dort eine Frage stellen darf, die musste aber vorher anmelden, wirklich nicht genau, worum es da ging. Und diese Frage lautete im Vorhinein Flugbewegungen über Warnemünde. Ja, das war also sehr, sehr, sehr dünn. Diese Fragen habe ich dann gestellt im Vorhinein an alle Fraktionen, die da drinnen sitzen. Und keine Fraktion hat irgendetwas davon gewusst, wollte davon etwas wissen. Wir haben das fotografiert. Ich habe davon wirklich keine Ahnung gehabt, was da wirklich passiert. Und dann saß ich da wirklich zitternd. Also ich mache nebenbei Musik und ich habe wirklich keine Angst vor Leuten, wenn ich spiele. Aber dort oben ging mir so die Muffe. Und ihr müsst euch vorstellen, du stehst als Bürger dann hier. Hier sitzt dieses sogenannte Präsidium. Also Bürgermeister und Bürgerschaftschefin, die Frau Jens war das damals, glaube ich, ist egal. Und hier sitzen die Fraktionsabteilungen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel dicke Tränensäcke gesehen, gesenkte Augen. Ich weiß gar nicht, was sie dort wollen. Ich weiß, also ich war so schockiert über den Anblick erstmal. Aber Konzentration, ich habe drei Fragen. Im Vorhinein musste mich genau entscheiden, wen frage ich, den Bürgermeister, die Bürgerschaft oder die Fraktionen. Und was macht man? Also alle. Ich habe alle gefragt. Erste Frage, was geht an unserem Himmel vor? Wer hat das befohlen? Zweite Frage, wer ist für die Folgen bei unseren Kindern verantwortlich? Dritte Frage, wer bezahlt das? Und vierte Frage, wann hört es auf? Keine Antwort. Keine Antwort. Ich wusste ja wirklich nichts. Ich wusste wirklich da nichts. Da bin ich also an meinem Platz. Ich saß und an diesem Tag war zufällig, gibt es keinen Zufall, weiß ich, Presse mit Kameras und Mikrofonen da. Ich glaube, die hat mich schon längst rausgeschleift. Ich saß also zwischen diesen Pressedamen und Herren und wartete auf eine Antwort. Und dann stand ein Herr auf, der heißt Matthäus. Ich weiß nicht, wie lange er krank ist schon und krank feiert in Rostock. Ich habe nur drüben erfahren, dass er schon sehr, sehr lange Krankengeld kassiert hier in Rostock. Viel Geld, ich weiß auch nicht. Der Name Matthäus ist bei mir schon ja, Alarmglocken mittlerweile. Aber dieser Herr guckte mich wirklich so an und ich habe noch nie in meinem Leben so eine dunklen, schwarzen Löcher als Augen gesehen. Das, also mir ging es eiskalt durch, was das war. Und er stand auf und sagte, ja, ja, diese Verschwörungstheorien haben wir schon lange gehört. Und wenn Sie was davon wissen wollen, können Sie ja googeln. Moment, Moment. Und ging wieder ans Mikrofon, darf man da nicht. Man muss wieder fragen, ob man widersprechen darf. Ich bin vor ans Mikrofon, habe ich dran festgehalten und sage, Moment, Moment, Moment. Sie sagen, das gibt es nicht, ich spinne. Und im gleichen Atemzug sagen Sie, ich kann es googeln. Also, was ist hier los? Ja. Dann wurde ein Herr beauftragt, bei den Bürgern zu fragen, wenn sie anrufen, wer davon von uns gesehen hat, gehört hat. Und ich bin wütend raus. Also ich bin seitlich raus. Es gab also nächster Tagesordnungspunkt abgehakt. Ich bin raus zur Seitentür. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich habe innerlich so gekocht. Aber ich musste ja raus. Ruhig. Und die gesamte Pressesippschaft, Entschuldigung, sagen wir mal Gruppe der Presse, kam hinter mir her. Also nicht die mit dem Mikrofon, sondern die mit den Blöcken. Und alle wollten sie etwas wissen. Ich hatte einen dicken Hefter mit. Und dann habe ich auf die Fragen nicht geantwortet, sondern habe nur gesagt, wenn Sie das, was ich Ihnen jetzt erzähle,
morgen schreiben dürfen und drucken dürfen, dann antworte ich Ihnen. Ansonsten können Sie wieder reingehen. Es blieb ein junger Mann draußen stehen. Einer. Und das war, der war ein Auszubildender bei der NNN. Der hat gefragt und ein einziger Redakteur hat es dann geschrieben, dass die Frage gestellt wurde. Der Herr Treder, ich weiß nicht, ob er noch bei der Ostsee-Zeitung ist, jedenfalls hat keiner weiter gefragt. Bis heute nicht. Später in Warnemünde wurde nochmal gefragt und ich habe gesagt, Freunde, ich kann dann diejenigen, die das immer noch nicht begreifen, die aber mit den Touristen ja ein Schweinegeld verdienen, schreien nach gutem Wetter und begreifen nicht, dass dieses Wetter ihnen gemacht wird. Also habe ich gedacht, jetzt nimmst du die einzeln dir vor und nimmst sie beim Geld. Je schöner das Wetter ist wie früher, desto mehr Geld verdient ihr doch. Also begreift das, nur einer hat reagiert, nur ein einziger. Jetzt sind es zwei, die das beobachten in Warnemünde. Und jetzt komme ich ganz kurz zu dem, was ihr seht das ja. Ist doch merkwürdig, oder? Solange wie ich hier bin, steht das. Und dort seht ihr, schade, als ich vorhin anfangen wollte, waren es noch zwei. Der da oben kommt, seht ihr, der spricht, da zieht so nichts hinterher. Gar nichts. Gar nichts. Also so ein Flugzeug, wie wir es früher sehen konnten. Und hier drüben kam er, der langgezogen hat, den Himmel weiß macht. Unsere Sängerin ist Philippinin und die kennt diesen Himmel überhaupt nicht. Die ist schockiert über das und fragt mich jeden Tag, was ist mit eurem Himmel? Beende das Thema Himmel, weil Rostock speziell sollte das betreffen. Wer weiß, dass in Rostock, wo die schrecklichste Waffe der Welt steht eigentlich, wir sind ja hier am Friedenswache, nicht? Wer weiß von euch davon? Micha weiß es, aber wenn ihr Lust habt, dann fahrt doch bitte mal an das Kraftwerk, was hier steht am Hafen, wozu dieses Kraftwerk gebaut wurde, was dieses Kraftwerk beheizt oder beschickt. Und fahrt lang bis zum Ende. Und dort steht in Marlow eine Anlage, das ist die größte Habanlage der Welt, steht hier in Rostock. Ich sag's nochmal, die größte Waffe der Welt steht hier in Rostock. Also alle, die ihr hier lebt, ihr müsst wissen, dass ihr hier in Gefahr seid. Es gab einmal diesen Anfang dieser Waffen, als Tschernobyl in die Luft geflogen ist, angeblich, war das der Return derjenigen, die ihr Schutzschild hochgezogen haben. Was machen wir eigentlich in Rostock hier, wenn diejenigen, die wissen, wo es herkommt, ihren Schutzschild hochziehen und der Return kommt zurück nach Rostock? Also sie steht in Marlow. Das sind 30 Kilometer, das ist gar nichts. Also ich möchte die Herren und Damen hier oben auffordern, die Bevölkerung von Rostock aufzuklären, was hier wirklich los ist. Zu DDR-Zeiten, das ist mein letzter Satz, gab es ein Meer des Friedens, das ist die Ostsee. Und die Ostsee gehört zu diesem Waffensystem. Das ist der Spiegel. Das ist der Spiegel, mit dem man benutzt, das, was man über diese voll metallierten Himmel weiterschickt. Dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte. Egal was, ob es ein Erdbeben ist, eine Katastrophe ist. Wir können nie wissen, ob das von Rostock gemacht wird, von Marlow. Wer es beschickt eigentlich? Und wenn ihr dann nach Marlow fahrt, geht nicht so nah an den Zaun ran. Da steht eindeutig, wer näher als 3 Meter an den Zaun rankommt, es wird sofort geschossen. In einer deutschen Stadt. So viel zum Wort Frieden in Rostock. Also ich bitte euch, informiert euch. Es ist hier echt unfassbar. Wenn ihr das noch besser sehen wollt, dann fahrt mal rüber nach Dänemark und setzt euch in Geetze an den Strand abends. Abends. Und schaut euch an, wie Rostock glimmert nachts. Wie eine Disco-Kugel. Ist unglaublich, wenn sie mal richtig haben, wenn sie es richtig machen, der Himmel richtig dicht ist, dann seht ihr über Rostock ein Farbenmeer, das fasst du dich an den Kopf, das kann doch nicht sein. Und keinen interessiert es. Doch, doch, zwei, drei hier, die haben es schon hinter sich. Also ich möchte euch bitten, fragt diejenigen, die dort drinnen sitzen. Ich wohne nicht mehr hier, aber ich wohne nicht hier aus Angst, sondern ich war einfach wütend und habe da drüben was angefangen. Es geht genau da drüben weiter. Denn die Anlage, das ist wirklich der Schluss, zieht sich fort bis nach Loire. Der Anfang der Anlage ist in Südschweden. Das ist ein riesen, riesen Netzwerk. Also wir sind hier mittendrin, Freunde, im Krieg. Wir haben Krieg. Hier, genau hier, über uns. Das ist Krieg, Freunde. Und wir haben hier wirklich eine Pflicht für unsere Kinder. Also ich habe wirklich für unsere Kinder, das ist das Einzige, was wir haben. Also tut was mit uns gemeinsam, das wäre schön. Was ich allerdings erschreckend finde ist, und das muss ich
Das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber man soll mit guten Worten eigentlich anfangen, nicht? Was ich erschreckend finde, wenn wir es in Dänemark uns anschauen, wir sind, die Gruppe wird immer größer, auch wir sind dort weniger, dass eine Stadt mit 30.000 Studenten, eine Stadt mit 30, und die wirklich Geld verdienen ja alle, kriegen ja alle Geld dafür auch, wenigstens Geld. Eine Wohnung haben sie, sie leben hier gut, haben gut Kultur. Wo sind die hier? Wo sind die eigentlich hier, wenn es um Frieden geht? Das ist unfassbar. Für mich unfassbar. Vielen Dank und euch einen schönen Abend. Das Kraftwerk hier in Rostock ist ein sogenanntes Spitzenlastkraftwerk mit einer Leistung von 500 Megawatt. Das sagt jetzt den meisten bestimmt nicht viel. Wenn wir jetzt dabei von ausgehen, dass ein normaler Mittelwellensender, die größten, eine Leistung von etwa 500 Kilowatt haben, hat dieses Kraftwerk das 1000-fache. Und diese Leistung ballen die über diese Antennenanlage in die Atmosphäre, in die Ionosphäre, erzeugen dort verändern den Jetstream durch die Erzeugung von Hochdruckgebieten, können dadurch das Wetter massiv beeinflussen, die Zugrichtung von Hochdruckgebieten und so weiter. Also ich möchte hier in dem Zusammenhang nochmal die Empfehlung von dieser CD herausgeben, Werner Altnickel Chemtrails, glaube ich, heißt sie, oder Geoengineering. Ein ganz, ganz wunderbares Ding. Und diese Habanlagen, die sind ja, das geht ja los von Alaska, Gakona, ne, dann sitzen in Schweden welche, überall. Das ist praktisch auf der ganzen Welt verteilt und da können die mit diesen gewaltigen Leistungen, die da in die Ionosphäre schicken, das Ding heißt ja auch mit einem anderen Namen Ionosphärenheizer, ne, da muss man sich mal überlegen, was für eine gewaltige Leistung da hochgeballert werden und was das alles für einen Sinn hat. Ne? Und dass ihr euch da praktisch weiterbilden könnt, es gibt auch www.chemtrails.de. Wollte ich mal darauf aufmerksam machen. Denn ein zweiter Punkt, der mir jetzt noch ein bisschen am Herzen liegt, ist hier gefallen, das Stichwort BRICS-Staaten, die ganzen Geschichten, dass da jetzt eine Organisation im Entstehen ist als Gegenpol zur Weltbank. Da möchte ich noch darauf aufmerksam machen, es gibt eine sogenannte SOZ, das ist die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Die Hauptakteure sind die Russland, China und Iran. Und zwar haben die dort Verträge auch für militärischen Beistand. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, ein bisschen, etwa 2 Jahre, da hatten die Amis aufgebaut und die wollten Syrien.